was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zum Siede, alter Nordfriedhof, da bin ich immer, ihr wisst Bescheid. Und wir brauchen Sinnosteine, ich habe keine, ich habe alle wegentwickelt. Aber zum Glück gibt es heute in der PvP-Liga Sinnosteine. Er auch. Jeder kämpft mit Schwachen, um einfach nur die Kämpfe schnell durchzubekommen und dann die Steine sich abzustauben. Also ihr könnt das eigentlich ausnutzen, oder habt hoffentlich ausgenutzt, um zu gewinnen. Aber wir machen das eigentlich, um zu verlieren und schnellstmöglich einfach das wegzubekommen für die Steine einfach nur. Ihr wisst, ich bin nicht begeistert oder habe null Interesse an PvP. So, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ein Sieg. Ja, ich muss das jetzt noch 19 Mal machen. Nee, noch 9 Mal. Genau. Auch mit 10 WP Pokémon ist das schon leidend. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit und dann startet das Siede. Erstmal Euder, was geht ab, Leute? Habe ich das schon gesagt? Wenn nicht, dann Euder, was geht ab, Leute? Zweiter Gegner benutzt auch nur schwach. Noch zwei Gegner und ich kriege sogar endlich die Belohnung. Dann kriege ich sogar diesen einen. Mal schauen. Ich gebe Bescheid, falls sich noch zwei finden, die gerne verlieren. Oh mein Gott, Leute. Erstmal, ich habe eine sehr nette Zuschauerin getroffen. Sie ist extra wegen mir hier. Also ich glaube, und hat also ein paar Sachen verbunden. Netter Support, freut mich sehr. Vor allem, ich habe ja heute ein Video hochgeladen, wo ich über meine Winterdepression geredet habe. Seit Dezember ist meine Motivation nicht so hoch. Und ja, sie hat erzählt, dass sie zum Beispiel jeden Tag meine Videos schaut und mit einem Euder den Tag beginnt und dadurch auch motiviert wird. Und das motiviert mich natürlich auch. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich nicht alles bereits hingeschmissen habe im Dezember. Aber egal. Ich bin noch am Ball, Leute. Keine Angst, ich bin noch am Ball. Ich habe 4 Kämpfe geschafft. Oh mein Gott. Zweimal geschenkt, weil jeder nur die Steine haben will, und einmal und zweimal echt. Das heißt, ich glaube, wir kriegen den einen, garantiert. Endlich habe ich ihn, Geburtstagsgeschenk, 100er. Da muss ich nie wieder PvP machen. Einkauf müssen wir noch machen und ein paar Instagram-Stories und Glücksrad zünden. Auf geht's! Und ich habe ja heute Geburtstag. Zufällig hat sie mir einfach 20 Euro rübergeschoben als Support. Weil das wird nicht versteuert, also erstens wird es nicht versteuert, zweitens nimmt PayPal und YouTube keine Gebühren. Dementsprechend, falls ihr mich seht und supporten wollt, dann immer direkt Cash geben. Sage ich zwar immer auch Spaß, aber tatsächlich hat sie es echt so gemacht. Vielen Dank für den Support. Leute, schaut euch das an. Ich habe 3 jetzt in echt gewonnen und 5 von 5. Nee, ich bin nicht stolz drauf, aber ich freue mich über das Pokémon jetzt. Und Siede hat schon angefangen, aber das juckt mich jetzt gerade nicht. So. Wo ist mein Sinnostein übrigens? Was ist 100? Ich fange ihn einfach mal. Ich hätte eine Berge werfen sollen, weil viele von denen werde ich nicht fangen. Naja. Ihr seid safe mit dabei. Es blendet, warte, sorry. Dex-Eintrag. C-Day, danke. 93. Man kann nicht viel erwarten. Okay, jetzt C-Day. Es müssten ein paar EP reinkommen. Ich hatte schon wieder so einen. Der hat jetzt über einen Monat darauf gewartet, dass wir Hyperfreunde werden. Was soll ich sagen? In der Zeit werden wir jetzt schon kurz vor beste Freunde. Wir hätten einfach Hyperfreunde werden können und dann nochmal Hyperfreunde werden können. Wie kann man denn über 30 Tage warten? Erstmal hier ein bisschen EP, ach egal. Wie kann man denn über 30 Tage warten, 1,5 Monate, für nur Hyperfreunde? In der Zeit kann man halt doch einfach noch einen Hyperfreund hochziehen. Ich check das nicht. Aber egal, Leute. Wir fangen jetzt endlich an mit den Rihorn. Ich habe mein erstes Shiny, Leute. Das ist einfach gigantisch. 13,45. Alter. Problem ist, obwohl, nee, der ist näher. Normalerweise ist Rihorn endzeit weg. Aber jetzt ist er gerade ziemlich nah. Position geändert. Dann kann ich es doch mit einer Hand fangen. Ich wollte gerade sagen, ich schaff's nicht mit einer Hand. Aber erst Shiny. Und Tag 15. Also für einen random Shiny ist das schon nicht schlecht. Ich habe gerade einen Shiny Leon aus der Quest bekommen, Leute.
Und ihr wisst, Quest bedeutet potenziell guter. Wie? Oh Gott. Shiny Nummer 6 oder 7. Und es ist erst halb. Also heute geht es bei mir momentan noch ab, aber man weiß ja nie, wie lange das anhält. Aber solange die schlecht sind, gibt es eigentlich niemanden hier. Oh, 96er Shiny, Lucky. Nicht Lucky, vergesst das Lucky. Kann man machen. Hört ihr die Glocken, Leute? Es ist 12 Uhr. Update nach einer Stunde. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine klasse Stunde. Ich habe einfach 11. 11 Shiny bisher, ein 96er Shiny. Oh, die anderen habe ich noch gar nicht gecheckt. Wir können mal schnell durchschauen. Aber das heißt natürlich nichts. Kann sein, dass ich jetzt 2 Stunden nichts bekomme. Und. Oh, 93. Attack 15. Hm. Okay, ich habe noch. Ein Shiny gefangen, also ich habe viele Shiny gefangen. Ihr habt so viele nicht gesehen. Ich mache ein Update wieder. Und dann einfach 1309. Aber er ist ernst schlecht, aber richtig fettes Teil. Gehen Sie, gehen Sie. Ist ja ein Eichhörnchen. Ja, hier, die sehen eh nichts. Ich habe mir was zu essen geholt. Und dennoch wollen die Shinies kommen. Update gibt es gleich in 15 Minuten, um 13 Uhr. Ich habe gerade eine Zusammenfassung gemacht, mal die Shiny Leon gezählt, es waren 17, was offiziell neuer Rekord ist. Mein Rekord war glaube ich 15 oder 16 und das ist Nummer 18. Direkt hintereinander, vorhin zwei, dann davor nochmal zwei hintereinander, also heute überall nur Shiny Leon für mich. Avicek. Nee. Aber seht ihr das, Leute? Wir haben noch 18 Minuten und das ist Nummer 19. Knacken wir noch die 20. Rihon, my boy. Wieso Rihon, Leute? Als hätte ich und Rihon irgendeine besondere Beziehung. Für euch ist es normal, ihr fangt immer so viele an C-Days, aber ich fange immer nur so zwischen 5 und 8 an C-Days. Also 19 ist schon sehr, sehr überdurchschnittlich für mich. Das ist ja nicht super saftig, weil wer braucht die schon? 8 Minuten noch, Leute, und wir haben noch einen. Ich weiß nicht mehr, ob es Nummer 20 oder 21 ist. Es sind zu viele. Es ist auf jeden Fall ganz klar neuer Rekord für mich. Alter, so viel hatte ich bei Evoli. Und Evoli war 2 Tage. IV-Check, man weiß ja nie. Nee. Ich sagte doch noch ein Shiny. Ich habe gesagt, letzten paar Minuten ein paar Shinies gehen noch. Und was kommt? Noch ein Shiny. Nummer 21, 22, 23. Wer weiß, Leute, egal. Abrechnung mal später. Erstmal noch ein paar Shinies fangen hier. Werden muss ich auch später, keine Zeit. Keine Rihon hier, nein! So Leute, Ausbeute-Time. Ich habe mir noch einen Dügem geholt. Die anderen waren bei Türkic. Da bin ich auch noch schnell dazu gekommen. Chillen wir uns irgendwo hin und dann zeige ich euch meine Ausbeute. Denn die ist krass und entwickeln müssen wir auch noch. Ich habe mir jetzt ein paar Sinnoh-Sterne geholt vom PvP. Ich habe echt 5 in Folge gewonnen. Klar, unverdient, aber egal. Hey, 5 Siege sind 5 Siege. Und dadurch habe ich auch endlich diesen der mit Z bekommen. Kann man da überhaupt hin? Ja, wir chillen uns mal dahin. Hier ist chillig. Hier ist chillig. Okay, Leute. Erstmal hier ist hier ein Alo. Den mache ich vielleicht noch, aber das seht ihr, glaube ich, nicht mehr. Schillernd. Das war der stärkste C-Day aller Zeiten für mich. 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 21. Schreibt in die Kommentare, wie viele Shiny ihr bekommen habt. Und einen Glückstausch hatte ich auch mit dem Kollegen Chris aus Schweinfurt. Da habe ich einen 96er Shiny Lucky Krabby bekommen. Grüße gehen raus. Blende ich nebenbei auch nochmal ein. Und das ist mein Ziel. Den entwickeln muss ich noch. Wahrscheinlich auf jeden Fall den 96er. Den können wir schnell entwickeln. Und dann halt irgendwelche für zum Tauschen. Einen hohen, falls jemand was haben will. Vielleicht irgendwas für PvP, aber da hatte mich bisher noch nie einer drauf angesprochen. Also, wir machen es immer wieder bei jedem C-Day. Bereiten wir irgendwelche vor zum Tauschen, aber
Es will nie irgendjemand irgendein C-Day-Pokémon. Als Sakitosha mal so. Naja. Von den 21 landen eh 17 oder so wieder im Müll. Aber trotzdem nett, trotzdem nett. Ich beschwere mich nicht. So, der 96er. Shiny Rizeros. Oh mein Gott. Bildschirmaufnahme läuft gar nicht. Oh mein Gott, tut mir leid, Leute. Oh Mann, das ist ein Fail. Okay, jetzt tut mir leid. 96er. Aber auf jeden Fall, das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business. So, wir sind nochmal zurück. Ich habe schnell Alu gemacht und hoffe auf einen Geburtstag. Shiny. Nee, die Gehorn waren mir nicht genug. Ich war ein Krypto Shiny, oder? 100. So, schneller Shiny-Check. Und dann packen wir's. Und